Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Gar. Herr Präsident, Herr Staatssekretär, geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus, als Tiroler Abgeordneter darf ich auf das Thema Verkehr in meinem Heimatbundesland eingehen. Im ÖBB-Rahmenplan sind 18,2 Milliarden Euro bis zum Jahre 2027 für den Ausbau der Bahninfrastruktur vorgesehen. Davon entfallen auf Tirol 3,7 Milliarden und insgesamt wieder 2,7 Milliarden in den Weiterbau des Brenner Basistunnels. Herr Staatssekretär, aus meiner Sicht gibt es hier drei klare Wünsche und drei klare Anliegen zum Brenner Basistunnel. Durch die Uneinigkeit im Vorstand ist es zu Bauverzögerungen gekommen, was das Schlüsselstück zwischen dem Tiroler Wipptal und dem Südtiroler Wipptal verbindet. Und da, glaube ich, brauchen wir insgesamt Kraftanstrengungen jetzt, dass wir möglichst zügig vorankommen, dass wir das Ziel, es wurde ja schon nach hinten gerückt, bis 2032 erreichen können. Glücklicherweise wurde gerade im letzten Monat wieder ein großes Baulos Richtung Pfronz vergeben. Das Zweite ist der nördliche Zulauf Richtung Deutschland. Hier hat man ja über viele Jahre alles hinausgezögert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt den eingeschlagenen Weg der Trassenfindung, der ja in der entscheidenden Phase steht, dass wir hier von Deutschland das Okay bekommen, dass möglichst schnell gebaut wird. Und ich hoffe, die neue Regierung in Deutschland ist auch bereit, diesen Weg zu unterstützen. Das Dritte ist insgesamt die europäische Dimension. Mit dem Brenner Basistunnel, einer internationalen Achse von Berlin bis Palermo, der sogenannten TEN-Achse, wird es möglich sein, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Und ich habe das immer schon wieder betont. In der Schweiz ist es möglich, 80% des Güterverkehrs auf der Schiene zu bewegen und 20% auf der Straße. Und in Österreich und im übrigen Europa ist es umgekehrt. Daher, glaube ich, haben wir hier klare Ziele, was die Verkehrsverlagerung betrifft. Und hier braucht es die europäische Dimension, dass man hier in Europa Solidarität zeigt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn es aktuell eine Klage gegenüber der Europäischen Kommission geben soll vom italienischen Frechterverband, was den freien Warenverkehr betrifft. Also hier brauchen wir ganz klare Ansagen an Europa und in Europa. Abschließend darf ich auch Danke sagen. Ich glaube, in den letzten Jahren wurde sehr stark auch bei uns in Tirol in Bahninfrastruktur ausgebaut. Wir haben eine Park-and-Ride-Anlage in Jembach, wo 400 Pendler jetzt parken können und dann die Bahn benutzen können. Wir haben einen Verschiebebahnhof in Hall, wir haben in Delft eine neue Park-and-Ride. Also insgesamt wurde hier sehr viel Verkehrsinfrastruktur geschaffen, um den Personennahverkehr zu verlagern. Und ich glaube, dieser Weg muss fortgesetzt werden. Es wurde hier schon öfter heute erwähnt, das Ticket, das Klimaticket. Ich glaube, das Klimaticket schafft Anreize. Aber wir müssen die Angebote annehmen. Und ich glaube, dass man gerade aktuell bei dieser Entwicklung, was den Sprit betrifft, glaube ich, ist der Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr ein Gebot der Stunde. Und hier werden in diesem Budget Anreize geschaffen. Danke, Herr Bundesminister. Jetzt geht es aktiv um die Umsetzung. Die Rahmenbedingungen sind da und wir müssen diese umsetzen. Und dabei, glaube ich, brauchen wir einen gemeinsamen Schulterschluss. Vielen Dank. Einen gemeinsamen Schulterschluss fürs Klima, den möchte Herr Mangar schaffen von der ÖVP. Das Klimaticket sei hier ein Anfang.